Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Zackfishing Adventskalender Türchen Nummer 19. Ja, gestern war ich doch wirklich überrascht gewesen. Ich habe echt damit gerechnet, dass hier ein Hardpad drin ist, aber da haben sich wohl die Berechner der Türchen irgendwie beim Berechnen der Türchen verrechnet. Genau, oder ich habe mich verrechnet. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe wirklich gesagt, 6, 12, 18, 24 wären 4, aber naja, nun haben wir 6 und höchstwahrscheinlich in der 24 ist klar, oder dass ein großer Krebs drin kann auch sein. Aber in der 12 hatten wir einen. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Egal. Dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt hier mal weiter mit der 19 und schauen mal, was wir da heute drin haben. Ein großes Türchen auf jeden Fall. Also, entweder ein großer Wilson, also zwei große Wilsons, zwei große Dudes, ein großer Finch. Ein Butcher wird nicht drin sein, weil der steht nicht drauf. Oder vielleicht ein Hardbait Danny oder was gab es noch? Wie heißt ach, ein Murdoch oder Hubalas, das war die UV-Lampe, nicht erschrecken. Naja, ist ja auch egal. Wir schauen einfach mal. Und los. Ich hätte mich auch gerne an den Instagram-Support gewandt, aber leider wurde der eingestellt. Nee. Zirpende Grillen, bitte. Okay. Also da haben wir jetzt noch ein Tütchen rote. Wie viele rote habe ich denn jetzt eigentlich? Soll ich jetzt wirklich nochmal nachgucken? Wollt ihr das wirklich wissen? Also wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr da dranbleiben. Wenn nicht, schaltet da jetzt ab. Ich gucke gerne nochmal nach. Ich habe jetzt, aber hätte nicht eigentlich noch blau gefehlt? Oder wie war das jetzt eigentlich? So, pass mal auf. Das sind auf jeden Fall wieder große. In dem Fall. Also langsam wird es wirklich ein bisschen lustig hier, muss ich ehrlich sagen. Zwei. Warte mal, ich pack mal das hier hin. So, eins, zwei, ne? So, was haben wir noch? In der 6 war ein Hardbait. Moment. Was ist das hier? Ne, das ist ein Dude. In der 10 haben wir rote. Kann auch sein, dass es ein anderer Tag war. Ich habe die ja schon mal rausgefriemelt und vielleicht habe ich auch was durcheinander gebracht. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall auch. Da ist der drin. In der 1 hatten wir eigentlich weiße, aber da habe ich auch drum. Jetzt habe ich schon viermal braune Krebse. Hier waren weiße, die waren eigentlich in der 1. 12 war der Hardbait, verrückte Welt. In der 4 waren auch nochmal Krebse. Also die habe ich jetzt da reingepackt, aber irgendwo da waren jedenfalls Krebse drin. Ich weiß jetzt allerdings die Farbe nicht. Wie haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber jetzt passt ja das Verhältnis wirklich gar nicht mehr. Ich habe jetzt echt gedacht, dass jetzt vielleicht, wenn nochmal Krebse kommen, entweder weiß drin oder blau. Ja, okay. Das packe ich jetzt nicht nochmal aus. Das wäre jetzt Quatsch. Hier sind nochmal drei Stück drin. Auch wieder in so einer Farbe. Ich weiß auch nicht, ob die unterschiedlich sein sollen oder ob es alles dieselben Farben sind. Habe ich glaube, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das ist mir auch egal. Also, ich habe wahrscheinlich genug Krebse, um ein ganzes Jahr lang Köder zu verlieren. Oder Krebse zumindest. Ja, okay. Gut. Bis morgen. Morgen ist der vierte Advent. Ist morgen schon der vierte Advent? Verrückt, oder? Dann ist noch einmal schlafen und dann startet noch die letzte Woche sozusagen vor Weihnachten. Da würde ich mal sagen, war's das hier heute mit uns und mir und dem Zeckkalender. Ja, dann macht's mal gut. Bis morgen. Bye, Lemmy.